Hallo, mein lieber Fisch. Wir schauen heute ins Tarot der weißen Katzen, um herauszufinden, was bei dir los ist im Juni 2022. Die ersten beiden Karten, die Welt und die vier der Stäbe. Das ist schon mal ein fantastischer Anfang. Super, noch das Ass der Stäbe dazu. Dann haben wir die Herrscherin. Wunderbar. Den Buben der Kelche, was noch? Wow, die Sonne! Du hast ja wirklich ein enorm gutes Reading hier, das gibt es ja gar nicht. So viele positive Karten. Was gibt es noch? Sonst noch irgendetwas für den Fisch im Juni? Der Gehängte, die 10 Münzen. Und die 6 Münzen. Interessant. Auf dem Boden des Decks die 6 der Stäbe. Also du hast hier mit der Weltkarte die große Arkana-Karte und das ist die letzte große Arkana-Karte. Und die besagt, dass du in ein neues Leben einsteigst. Du hast in deiner früheren Art zu leben alle deine Aufgaben erfüllt. Du kannst dir sozusagen auf die Schulter klopfen. Und du bist jetzt bereit, in ein ganz neues Leben einzusteigen. Oft sind das größere Veränderungen, wie etwa, dass man vom Berufsleben in die Pension geht oder dass man vom Alleine-Dasein in das Dasein in einer Familie mit Kind geht oder dass man heiratet. Das sind so größere Veränderungen, die da stattfinden. Eine weitere Karte gleich daneben, die vier der Stäbe. Das ist eben die Karte der Feste, die gefeiert werden. Geburtstage, Hochzeiten, Verlobungspartys, vielleicht auch Erstkommunion, Firmung. Das sind Feste, die man mit der Familie feiert und das ist die Karte des glücklichen Zuhauses. Deswegen assoziiert man diese Karte sehr oft mit Hochzeiten, weil das eben das glückliche Zuhause repräsentiert. Noch dazu ein Neuanfang, das Ass der Stäbe. Die Asse stehen immer für Neuanfänge und das ist kein Wunder, denn du hast ja hier mit der Weltkarte schon vorher den Hinweis gehabt, dass eben ein Neuanfang hier stattfinden wird im Juni. Und das ist ein wahnsinnig fruchtbarer Neuanfang, denn du siehst, hier kommen schon die grünen Zweige raus und du hast richtig Bock auch auf dieses neue Leben. Du hast richtig Bock, neu anzufangen, etwas Neues zu erleben, Neues zu lernen, deiner Passion nachzugehen, deine Leidenschaften auszuleben. Was auch immer du eben gerne tust, das ist besonders begünstigt, sind hier deine kreativen Projekte. Dann mit dieser wunderbaren Major Arcana Karte, das ist die Herrscherin, da hast du wahnsinnig viel Fruchtbarkeit. Das heißt, wenn du jetzt ein Kind bekommen möchtest, wäre jetzt die richtige Zeit dafür. Die Sterne stehen sozusagen gut dafür. Wenn du keine Kinder bekommen möchtest, dann würde ich dir mit dieser Karte auf jeden Fall dazu raten, einen Schutz zu nehmen, weil diese Karte ist eben die Karte der Fruchtbarkeit. Und zwar nicht nur, was die Fortpflanzung anbelangt, sondern eben auch, was deine kreativen Projekte oder beruflichen Projekte anbelangt. Hier ist sehr viel Wachstum angezeigt. Das heißt, was immer du anfasst, es wächst, es wird größer, es wird gedeihen. Dann haben wir hier den Buben der Kelche. Das ist eine sehr junge, stürmische Energie. Das ist jemand mit viel Tatendrang. Und diese Person kommt in dein Leben und sagt, hey, ich würde gerne mit dir ausgehen, ich würde gerne mit dir eine Beziehung anfangen. Das sind so, ja, das ist so der Klassische, der sagt, ich möchte gerne, ja, ich habe Interesse an dir und ich möchte gerne mit dir was unternehmen. Und es liegt an dir zu sagen, entweder ja, ich habe da auch Interesse dran oder nein, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu viel und zu stürmisch. Oder du sagst, tut mir leid, ich bin schon vergeben. Ja, das liegt an dir, das liegt an deiner Lebenssituation. Aber hier kommt jemand, der dir ein Angebot machen möchte. Kann auch sein, dass du eine Liebesnachricht bekommst. Also sprich, entweder über SMS, E-Mail, du weißt schon, es gibt ja da verschiedene Wege, wie Nachrichten zu dir kommen können. Dann sehe ich hier mit der Sonne ganz, ganz großes Glück. Also das ist die glücklichste Karte, die es gibt im Tarot. Diese Karte besagt, dass du dich wieder fühlst wie ein kleines Kind oder wie, ja, wie ein Schulkind. Du hast so richtig Freude am Leben. Du freust dich, du willst sozusagen das, was in deinem Herzen an Sonnenschein ist, auch nach draußen tragen. Und das steckt die anderen Leute auch an. Also du kommst in einen Raum und die Leute sagen, wow, du strahlst ja, das ist ja Wahnsinn. Ja? Also die merken das auch. Dann haben wir hier am Boden des Deckes die 6 der Stäbe. Das ist die Karte des beruflichen Erfolges. Hier kannst du
entweder allein oder auch als Team, einen großen Erfolg feiern. Und die Leute applaudieren dir. Die finden das super, was du auf die Beine gestellt hast. Ja? Also ganz egal, ob du vielleicht ein Buch geschrieben hast oder ob du irgendwo in der Öffentlichkeit stehst, vielleicht online, vielleicht bist du Speaker, Public Speaker auf der Bühne, vielleicht bist du im Theater, Schauspieler. Es ist ganz egal, was du tust, aber die Leute sehen dich, sie applaudieren dir und sie finden es einfach toll, was du gemacht hast. Dann haben wir hier den Hanged Man. Das kann dafür stehen, dass du einen Perspektivenwechsel hast. Weil dieser Hanged Man, der sieht ja jetzt die Welt kopfüber, ne? Der sieht die Welt ja jetzt andersrum. Und dieser Perspektivenwechsel bringt dir fast schon eine Erleuchtung. Also du kommst hier auf Dinge drauf im Juni, da gehen dir ein paar Lichtlein auf, sage ich mal so. Für dein Geld schaut es ganz fantastisch aus. Die 10 der Münzen besagt, du hast genügend Geld am Konto. Es ist im Juni jetzt nicht so, dass du Angst haben musst, ob du deine Miete bezahlen kannst. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe sogar eher das Gefühl, du hast gespart, du hast einen Polster, auf dem du dich ausruhen kannst und vielleicht reicht das sogar für deine Kinder und Kindeskinder. Plus, wir haben hier die 6 Münzen. Das heißt, das ist die Karte des gerechten Gebens und Nehmens. Ja? Du wirst das Gefühl haben im Juni, dass alles schön im Fluss ist, alles im Ausgleich. Das, was du von Menschen bekommst, das gibst du auch anderen und umgekehrt. Also es ist wirklich ganz, ganz toll hier. Ja? Und es kann auch die Karte sein, die besagt, dass da jemand ist, vielleicht du oder jemand um dich herum, der sehr charitable ist. Also dieser Mensch möchte anderen nicht so begünstigten Menschen helfen. Ja? Also vielleicht bist du bei irgendeiner Charity-Organisation und tust etwas für andere. Dann sehen wir uns noch an, was die Würfel sagen. Die Würfel sagen, dass der Krebs dein Glückszeichen ist und dass die 3 deine Glückszahl ist. Ich wünsche dir einen schönen Monat Juni. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like unter dem Video und abonniere den Kanal. Beides völlig gratis für dich und wir sehen uns. Tschüss!